Grüß euch Leute, moin moin. Ja, es gibt immer mal so Momente, in diesen hätte ich mich wahrscheinlich noch so ein bisschen bitten lassen, ein neues Video zu drehen, aber ich dachte mir, wenn ich schon so eine freundschaftliche Aufforderung bekomme, und zwar von Bernd, Herr Chaboclack, Bernd an dieser Stelle, ich sollte ein Review machen, also mache ich ein Review, und zwar über diesen Tabak, den ich euch gleich zeigen werde. Aber erstmal führe ich euch noch so ein bisschen an der Nase rum. Ja, sehr spontan heute ist das Video. Und zwar über einen Tabak, den ich zwar zu Hause habe, aber habe vom lieben Kumpel Schrotti diesen Tabak empfohlen bekommen an der Stelle. Schrotti, vielen Dank für diesen Tabak. So konnte ich ihn also probieren, ohne ihn aus dem Frost rausholen zu müssen. Denn ich hatte den Tabak schon vor, ich glaube, ein Jahr, zwei Jahren oder so eingefroren, als ich mir gekauft habe. Und habe mich umso mehr gefreut, den Tabak mal zu probieren. Eigentlich ein Tabak, den ich jetzt um diese Jahreszeit gar nicht unbedingt so weit vorne hätte bei den Tabaken, die ich so rauche. Momentan ist das ja eher auch sowas. Ja, guck mal hier, Merkers Mischung 69, ganz lecker. Mit Benediktinenlikör und ach, hast du nicht gesehen. Also wirklich auch feines Kraut. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir, ich muss diesen Tabak auf jeden Fall probieren, denn er roch schon, als ich ihn bekommen habe, sehr, sehr, sehr lecker. Eigentlich ist es ein Tabak, den ich nicht aus dieser Pfeife rauchen würde. Ja, die wunderschöne Maroon mit dem tollen Mundstück hier, was da so toll glitzert. Und dazu diese schöne Rustizierung von Savinelli, die 320, sowieso eines meiner absolut liebsten Shapes. Und in dem Fall muss ich sagen, ich hätte nie diesen Tabak, also ich hätte grundsätzlich nie einen rauchigen Tabak aus so einer, nicht aus so einer, sondern aus dieser Pfeife geraucht, denn die ist eigentlich für leicht aromatisierte Flex und unaromatisierte naturnahe Tabake für Virginia, Burley etc. pp. Gedacht. Nun ja. Aber ist auch nicht so, dass mir Pfeifen fehlen, wo ich leicht rauchige, stark rauchige Tabak draus rauche. Aber ich dachte, den musst du aus dieser Pfeife rauchen und es hat mich nicht enttäuscht. Deswegen, ach nee, ich zeig's euch zum Schluss. Ah, gleich zum Schluss. Ich muss euch erstmal verraten, um welchen Tabak es sich dreht. Ich weiß, dass Kraut 68 vor vielen Jahren schon mal den Tabak angesprochen hat und der ist meiner Meinung nach, ich glaube, ziemlich gut bei ihm hängen geblieben, als klare Empfehlung. Ich habe über die Jahre wirklich so das alles aus dem Blick verloren. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon ein Video im deutschsprachigen Raum gibt über diesen Tabak. Ich weiß aber, dass viele diesen Tabak besprechen, so im Freundes- und Bekanntenkreis. Und ich weiß, dass er bei vielen Leuten, unter anderem halt auch bei Daniel Blätterteig, 44, sehr, sehr, sehr gut dasteht und es ist ein sehr beliebter Tabak. Auch Kumpel Schrotti hat zu mir gesagt, also der Tabak, der ist echt gut. Auch wenn er momentan nicht so geraucht wird, wäre ja schade, wenn er trocken wird. Deswegen habe ich ihn jetzt und bei mir wird er echt alle. Habe ich eigentlich schon gesagt, in welchen Tabak es geht? Ich glaube nicht. 3 Minuten und 21 und ich habe noch nichts darüber verloren. Dieser ist es. Robert McConnell, The Oriental, und ich muss sagen, dieser Tabak hat mich echt verblüfft. Das Besondere, und es steht ja schon vorne drauf, Oriental, besteht dieser Tabak aus überwiegend Orient-Tabaken, Virginia und aus Black Cavendish. So. Dazu muss ich sagen, der Tabak hat eine angenehme Rauchigkeit. Ich schreibe es jetzt dem Latakia zu. Orient-Tabake bis zum Abwinken finde ich, vor allen Dingen beim Rauchen. Jetzt Kaltgeruch ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, da boxt mich jetzt volle Kanone der Orient von der Seite, überhaupt nicht. In der Raumnote, finde ich, ist der Orient riechbar, aber nicht unangenehm, was ja durchaus sein kann, wenn man Orient-lastige Tabake raucht. Also es gibt ja so den einen oder anderen Virginia-Orient, der teilweise schon ein bisschen grenzwertig ist. Aber hier fügt sich alles zu einem Ganzen ein. Original Oriental. Geil. Toller Tabak, muss ich echt sagen. Gelungen, geschmacklich. Fällt mir nichts anderes ein, was ich jetzt konkret damit vergleichen könnte. Es ist definitiv, insofern kann ich sagen, eine Tabakmischung, die mich sehr, 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 ich weiß nicht, also erinnert mich eher an Virginia Tabak mit Orient und dazu halt noch eine schöne komplexe Rauchigkeit, die ich, ich will mal wirklich sagen, verblüfft. Also wir haben so Anleihen von kakaoisch-nussig. Also wenn man das bei so einem Tabak, also auf naturnaher Ebene, sag ich mal, so beschreiben kann, ist es eher so kakaoisch-nussig. Mit vielleicht so einem ganz kleinen, ich will nicht sagen Zitrusnoten, aber so eine gewisse Spritzigkeit. Dieses Ätherische erinnert mich einfach an gefallenes Laub im Herbst. Ich kann euch nicht konkret sagen, an was mich das erinnert. Ich habe überlegt, vielleicht so Richtung Pappel oder so. Also ihr kennt den Geruch vielleicht, wenn ihr da so ein Pappelhain irgendwo stehen habt und im Herbst dann die Blätter gefallen, dann hat man diesen
stark ätherischen Duft. So nicht unbedingt, aber es geht irgendwie in so eine Richtung. Und das finde ich klasse. Warum bin ich begeistert von dem Tabak in dieser Jahreszeit, wo ich doch jetzt eigentlich gerade aktuell eher Aromaten rauche oder vielleicht mal doch den einen oder anderen naturnahen? Er hat mich einfach verblüfft. Ich habe so ein bisschen außer Acht gelassen oder vergessen, wie sehr mir momentan auch Tabak, es ist nicht momentan, aber wie sehr mir solche Tabak geschmeckt, wie zum Beispiel der hier. Also das ist der Eiler, genau, von Falcum, der ist auch sehr, sehr lecker, aber natürlich was ganz anderes. Und ich muss sagen, der hat mich echt überrascht. Also der wird recht zügig alle, wie gesagt, ist da nicht mehr wirklich viel drin. Es lohnt sich jetzt nicht mal wirklich, den Tabak zu zeigen. Ich kann euch aber sagen, er hat, ich finde, es arbeiten wirklich die Tabake, die verwendet wurden, Hand in Hand. Also, wie gesagt, man hat eine gewisse Süße, man hat eine Rauchigkeit, man hat aber dieses Ätherische, was halt, wie gesagt, dem Orient zuzusprechen ist. Man hat so eine Spritzigkeit, wo ich sagen würde, ah, vielleicht doch Perique, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht so gering, dass man es gar nicht drauf festgehalten hat. Aber es hat so eine, wie gesagt, nicht Zitrus, ich würde sagen nicht Zitrus, aber es kommt so eine Spritzigkeit rüber. Und das peppt das Ganze nochmal irgendwie auf. Also wie gesagt, in keinster Weise penetrant. Ganz im Gegenteil, sehr, sehr lecker, vielfältig und aromareich. Wirklich aromareich. Und jetzt kommt das Besondere. Raumnote ist übrigens durchaus, wie gesagt, okay. Also kann man nicht meckern. Für Nichtraucher. Aber das Besondere an dem Tabak ist, ich habe reingerochen. Mein erster Gedanke war, der könnte vielleicht ein bisschen mehr Kick haben. Bisschen mehr Nikotin, vielleicht ein bisschen stärker so beim Rauchen, und du sagst, mir jetzt vielleicht zu viel, finde ich überhaupt gar nicht, überfordert mich in keinster Weise. Und das ist das, was ich wirklich schön finde an dem Tabak. Er kann meiner Meinung nach auch für Leute, ihr fühlt euch jetzt angesprochen, die mal so einen Tabak probieren wollen, und zwar, ich sag mal jetzt Aromatenliebhaber oder vielleicht eher so Thema Berlin, man will doch mal was probieren oder vielleicht das eine oder andere mal mit einem zu intensiven, sage ich mal, mit einem zu intensiven Latakia auf der Nase gefallen, also englische Mischung, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich war sehr überrascht. Also ich bin sehr positiv angetan von dem Tabak, schmeckt mir ausgezeichnet. Ja, als Begleitgetränk, ich habe schon vieles probiert. Ich aktuell Kaffee, ne? So wie ich den mag, relativ hell. Also man kann Kaffee dazu trinken. Ich habe Schwarztee dazu getrunken. Ich habe Earl Grey dazu getrunken. Schwarztee logischerweise. Earl Grey ist sehr lecker. Ich habe getrunken dazu Caro, Ingo, Ode an dich, auch sehr lecker. Und Schwarti, natürlich logischerweise. Auch schon ein schönes Bierchen dazu genippt. Auch sehr, sehr lecker. Kann man auch machen. Also auch wirklich ein schöner, atemfüllender, genüsslicher Tabak. Pfeifengröße. Ich habe ihn ja aus meiner 320 Savinelli geraucht. Und das wollte ich euch noch zeigen. Also es bleibt, sieht man das so ein bisschen, also es ist nichts mehr drin. Also es ist, das Ding ist durch bis unten und es ist eigentlich nahezu nur weiß, graues, hellgraues Puder unten drin. Also es ist wirklich alles, hier sieht man so ein bisschen, es ist alles wirklich perfekt verraucht worden. Also es brennt auch gut. Meine Empfehlung, nicht zu feucht, nicht zu trocken. Eher Tendenz leicht trockener als zu feucht. Also, oder als, ja, was sagt man denn? Ja, also bei Aromaten ist es bei mir so, lieber ein bisschen feuchter als zu trocken. Und bei dem ist es so, kann durchaus ein bisschen trockener sein, aber nicht so, dass er knistert. Ne? Also einfach, dass er gut brennt. Und da haben wir nämlich noch einen ganz entscheidenden Punkt zum Schluss. Der Tabak bitte nicht gieren. Wer hier zu stark und zu heftig zieht, das muss er einem nicht unbedingt danken. Der eine ist da ein bisschen hart gesotten. Ich würde sagen, schön smooth, dann raucht er sich kühl, angenehm, satt und ist klasse. Also wirklich ein bisschen was für den Genuss und schön bedacht rauchen. Wie gesagt, deswegen vielleicht nicht zu feucht. Dann muss auch nicht 20 Mal nachgezündet werden, weil wenn der einmal brennt, dann brennt er auch wirklich, wirklich, wirklich gut. Deswegen, große Empfehlung. Robert McConnell, The Oriental. Also, haut rein und bis dann.